Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MusicStore.tv. Vor mir seht ihr die Lightmax Vega Bar Stripe. Und was die genau kann und was die macht, das zeige ich euch jetzt. Die Lightmax Vega Bar Stripe ist ein klassischer LED-Wallwasher. Ihr seht hier vor mir, dass das Gerät 12 Linsen hat. Wir haben also 12 LEDs verbaut, die jeweils 4 Farben haben. Wir haben eine RGB-Grundfarbmischung und das Besondere hierbei ist, wir können auch noch UV dazu mischen. Das heißt, wir können ganz besondere Farbeffekte erzielen. Insgesamt hat jede LED eine Leistung von 4 Watt, sodass wir insgesamt auf 12 mal 4 Watt Gesamtleistung kommen. Die LEDs haben einen Abstrahlwinkel von 30 Grad und sind in 255 Stufen dimmbar. Angesteuert wird die Lightmax Vega Bar Stripe entweder über DMX. Hier stehen uns insgesamt 6 Modi zur Verfügung, den kleinsten mit einem DMX-Kanal und der umfangreichste mit 12 DMX-Kanälen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Produkt über die internen Programme anzusteuern, wie zum Beispiel Sound to Light oder Automatikprogramme. Wie ihr vor mir seht, sind die LEDs insgesamt in 3 Sektionen aufgeteilt mit jeweils 4 LEDs. Die Eingänge der Lightmax Vega Bar Stripe, hier Strom und DMX, sind jeweils auf einer Seite zusammengefasst, genauso wie die Ausgänge. Dies ermöglicht ein einfaches In-Reihe-Schalten mehrerer Bars. Wir haben natürlich auch noch die Safety-Ösen, um die Sachen ordnungsgemäß in der Traverse zu verankern. Und als Stromeingänge stehen uns Kaltgeräteanschlüsse zur Verfügung. DMX-Anschluss erfolgt über 3-polige DXLR-Stecker. Neben der eigentlichen Bar und der Fernbedienung sind selbstverständlich auch das Stromkabel sowie die Montageohren im Lieferumfang enthalten. Weitere Infos zu diesem Produkt findet ihr wie immer auf www.musicstore.de oder ihr kommt zu uns in den Laden nach Köln, da könnt ihr euch das Produkt auch ab sofort in der Demo anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.